Liebe Whisky-Freunde, ich grüße euch. Heute zum Freitag möchte ich euch wieder mal einen für mich neuen Abfüller vorstellen. Allerdings eine recht bekannte und ursprünglich mal sehr große Destille. Ich habe hier nämlich einen Tomettin 10 Jahre von dem unabhängigen Abfüller Drammore. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf zu den einzelnen Daten und Eckpunkten dieses durchaus gelungenen Whiskys komme ich gleich und wir sehen uns dann gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen bei Schorns Whisky Ecke heute zum Freitag. Wieder eine neue Verkostung und zwar geht es heute um die Destillerie Tomettin und den unabhängigen Abfüller Drammore. Letzterer ist für mich völlig neu, musste ich mich erstmal ein bisschen belesen, informieren. Flaschen hatte ich zwar ab und zu schon mal gesehen, aber ja, man kann sich ja nicht alles kaufen. Man muss ja irgendwie sich mal ein bisschen beschränken und so habe ich diese Flasche von einem lieben Whisky-Kumpel zur Verfügung gestellt gekriegt und habe die jetzt ein, zwei, dreimal verkostet und dachte ich mir, das ist auf jeden Fall mal eine Vorstellung im Video wert. Von Tomettin muss ich zu meiner Schande gestehen, hatte ich aus der Standard-Range noch gar nichts im Video, hatte zwar schon den einen oder anderen durchaus im Glas, aber im Video noch gar nichts. Den einzigen Tomettin, den ich euch mal videomäßig vorgestellt hatte, war ein Sample vom lieben Andi von Häcksler 69. Das war der 16-Jährige mit einem, ach, was war das für ein Finish? Marsala, glaube ich, oder ja, kann sein. 16-Jähriger Marsala war es, glaube ich. Hat mir gut gefallen, aber Tomettin soll ja die letzten 5 bis 10 Jahre doch an Qualität gewonnen haben. Und haben ja durchaus den fast starken, den Legacy, den 12er, 15er, 18er und ja, höher weiß ich jetzt gar nicht genau. Und zum auf jeden Fall auch den 14-jährigen Portwood Finish ist mir auch nochmal wahrscheinlich eine Vorstellung demnächst und einen Kauf wert, muss ich mal schauen. Aber heute, wie gesagt, dieser Whisky, Tomettin selbst, da will ich jetzt nicht mehr allzu viel erzählen zur Destille. Ende des 19. Jahrhunderts, ein bisschen 20 Kilometer südlich von Inverness gegründet und ist zurzeit in japanischer Hand. Zwei Firmen haben sich da zusammengetan und haben die Destille dann erworben und ja, durchaus seit knapp 10 Jahren wird da wieder mehr auf Qualität als auf Quantität gelegt. Zwischendurch war das ja in den 70er Jahren mal die größte Destille Schottlands mit, ich glaube, 23 oder 24 Brennblasen, 12 oder 13 Millionen Litern Alkohol jedes Jahr. Jetzt hat man das ein bisschen runtergefahren, die Stills ein bisschen verringert und der Alkohol ist trotzdem jährlich immer noch über 4 Millionen Liter, also immer noch ein großer Teil. Vieles geht auch in Blends. Die haben ja einen eigenen Blend Tomettin, nämlich den Antiquary. Hatte mich auch hier und da schon mal gereizt, aber ich habe noch keinen im Glas gehabt. Ja, zu viel zur Destille. Also Tomettin heißt auf Gälisch so viel wie ja, Tal oder Tal des Wacholderbusches oder irgend sowas in der Richtung. Ja, so viel zur Destille. Der Abfüller ist für mich neu, Drammore. Wird von einem Ehepaar namens McDonald seit 2019 betrieben, spezialisieren sich da also auf ja, vorrangig Einzelfassabfüllungen, die sie dann auch in viele, viele Länder vertreiben, bringen also jährlich so eine Spring Releases oder Autumn Releases oder Christmas Releases raus. Immer so von verschiedenen Destillen, Glenrosses habe ich gesehen, hatten sie schon und ja, was noch, Glenelgin und so weiter. Also die verschiedensten Sachen, auch mit verschiedenen Nachreifungen und meistens altersklassenmäßig so zwischen 8 und 11, 12 Jahren so sind die meisten Flaschen. Der Abfüller sitzt in Dumbarton, das ist im Kingdom of Strathclyde, sagt man so schön,
Wunderschöner Ort, gelegen. Da ist in dem Ort so ein Berg mit Festung und hier auch stilisiert sein, hier oben drauf in dem Etikett. Ist übrigens schön anzufassen, das Etikett, so ein bisschen erhaben, ein bisschen rau gemacht, also wirklich gut. Sonst die Flasche ist ja selber eine Standard, ganz normale Standardflasche. Ich glaube, die Abfüllung kommt sogar ohne Verpackung daher. Ja, ist eigentlich ein netter Abfüller. Preislich liegen die Flaschen meistens so zwischen 60 und 90 Euro in der Dreh herum. Gibt bestimmt auch teurere. Habe ich jetzt nicht geguckt. Aber ja, diese Abfüllung heute ist, wie gesagt, ein Tomatin 10 Jahre alt. Also hier vorne drauf auf dem Etikett steht überhaupt nicht, wann destilliert, wann abgefüllt. Ich habe hier nur ein Abfülldatum. Hier hinten drauf bei dem Code 23.09.2021. Auf der Whiskybase habe ich gesehen, es ist wohl ein 2010er Destillationsdatum. Dann passt das ja auch. Gereift ist der in Refill Ex-Bourbon Hogsheads zunächst und dann hat er einen Finish erhalten in einem First Fill Port Cask. Und das ist kein normales Port Cask, sondern ein White Port Cask. Seht ihr vielleicht auch schon an der Farbe. Also weißer Portwein war da vorher in dem Fass drinne. Und ist natürlich wie immer ungefärbt, unfiltriert. Das war das Fass Nummer 150 und in Fassstärke abgefüllt mit hier 53,1 Volumenprozente. Aus dem Fass sind 178 Flaschen rausgekommen. Ich habe hier die Flasche 161. Kann es euch noch mal kurz in die Kamera halten, dass ihr es noch mal sehen könnt. Ja, wie lange das Portwein-Finish war, dazu wird nichts erzählt. Ja, ich denke mal so die übliche Zeit zwischen 3 und vielleicht 9 Monaten wird es schon gewesen sein. Ja, ich habe ihn ein, zweimal vorher schon verkostet. Ich finde ihn wirklich echt ganz gelungen und da dachte ich mir, ja, das ist auf jeden Fall mal eine Vorstellung wert. Und mehr hätte ich nicht, deswegen kommen wir ohne Umschweife zum Whisky. Also ihr seht, ich habe heute kein Wasser vorbereitet, den kann man wirklich mit 53,1 Volumenprozente sehr gut ohne Verdünnung trinken, ohne dass einem die Geschmacksknospen weggeätzt werden. Alles gut. Ja, man hat hier von dem Port gleich eine schöne fruchtige Süße. Aber auch so was Hellfruchtiges wie so eine Art, ja, matschige Äpfel, überreife Birnen, sowas. Bei Tomaten hat man ja auch immer so den Verdacht oder die Assoziation, dass es so ganz, ganz leicht rauchig ist, aber das ist wahrscheinlich jetzt nur von den Fässern. Ja, so nach und nach kommt jetzt auch ein bisschen getrocknete. Ja, wie soll ich sagen, so getrocknete Pflaumen, so Dörrobstpflaumen, sowas. Also es ist eine sehr, sehr schöne Nase. Also der Alkohol ist überhaupt nicht störend, trotz der relativ hohen Zahl. Ist also sehr, sehr schön eingebunden alles. Ja, dann Slange. Eine schöne Kraft auf der Zunge. Da oben werden also wirklich schön nach vorne getragen.
Das Portwein-Finish merkt man, ist aber jetzt für meine Begriffe nicht so dominant. Es macht ihn sehr, sehr schön süß, so ein bisschen wie Ahornsirup, sowas hat man da auf der Nase. Bisschen, ja, so angekokeltes Karamell, so wie Crème Brûlée, sowas in der Art. Also wirklich eine schöne, schöne Süße. Nach und nach kommt dann auch ein bisschen schokoladige Töne durch. Aber eher, also maximal Vollmilchschokolade. Mehr ist es nicht. Ein bisschen ganz klein, ganz leicht entfernt Eichenwürze, aber es dominiert die Süße. Ist auch recht lang da auf dem Gaumen, muss man sagen. Ja, also jetzt ist es mehr der Sirup in der Nase beim nach dem ersten Schluck und dann nochmal reinriechen. Das ist eher so eine ganz wirklich süße Frucht. Aber wirklich auch eine wunderschöne Öligkeit auf der Zunge. Der ist sehr kräftig, aber geht schön wärmend runter, ohne zu brennen, ohne zu beißen. Es ist sehr, sehr gelungen, trotz des relativ jungen Alters noch mit 10 Jahren. Ja, also jetzt ein bisschen mehr Schokolade schon. Eichenwürze nimmt auch jetzt zu. Also ein bisschen, jetzt doch ein bisschen trocken am Zahnfleisch. Aber also wirklich gefällt mir gut. Das ist durchaus ein Whisky, bei dem man sich auch ein bisschen länger aufhalten kann. Es ist jetzt nicht so der Standard, wo man sagt, ja gut, den trinkt man und ist er verschwunden. So ist es nicht. Obwohl es ja jetzt kein besonders alter Whisky ist, besonders. Also er sticht jetzt nicht heraus, aber er ist so im guten Mittelfeld, muss man schon sagen. Gefällt mir gut. Allerdings, also ich habe mich gewundert, den gibt es immer noch bei verschiedenen Anbietern. Allerdings hat der Preis ein bisschen angezogen jetzt. Man kriegt den so zwischen 85 und 90 Euro. Ich glaube, der Ausgabepreis war etwas geringer, der war 70 oder so. 70, 75. Ja, es ist halt schon eine Hausnummer, ne? Also, ich würde mir es überlegen, für 90 Euro gibt es natürlich andere Alternativen. Aber in der heutigen Zeit, sage ich mal, wenn man den Ausgabepreis sieht für einen Einzelfass, Fassstärke, Portwein, also White Port, finde ich, ja, dann muss man sagen, ist das hinnehmbar bepreist. Gibt es kein Vertun. Und der Whisky ist vor allem auch gelungen. Deswegen, ja, das ist sicher kein Muss, die Flasche, aber es ist ein schöner Bord. Kann man wirklich bedingt empfehlen. Wer auf Port Finish steht, insbesondere White Port, der ist hier bestens bedient. Das ist jetzt kein aufgeklatschtes Finish, was so übertrieben süß ist. So jetzt, also ihr dürft das jetzt nicht denken, dass es hier so eine süße Suppe ist wie so ein PX-Fass mit so einem nassen Fass-Finish. Das ist es nicht. Ist ein gediegenes Finish, was jetzt nicht überlang war, aber das ist auch gut so, dass der Grundmalt noch ein bisschen erkennbar bleibt. Und das ist es durchaus hier. Also ist gut ausgewählt, finde ich, und macht Spaß, der Whisky. Gut, ja, mehr hätte ich nicht heute. Ich werde mir bestimmt noch einen kleinen Schluck genehmigen. Und wünsche euch einen
Schönes Wochenende, bleibt schön gesund. Ich hoffe, dass das Wetter nun endlich mal ein bisschen wärmer und schöner wird. Zeit wird's ja und wir sehen uns dann nächste Woche in alter Frische. Euer Schorn.